So, ey, das war kein Spaß. Es steht hier in den Hausringen. Zieh jetzt eure Badehose aus. So ist er auf uns. Auf fremde Menschen geht er so zu. Was bist du für ein Mensch? So. Schön. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute aus der Kategorie, Heute aus der Kategorie, ich rische mich ja nicht auf, aber das ist nicht mehr normal. Übrigens ist meine Brille schon wieder richtig heftig dirty. Ah, jetzt habe ich wieder den Durchblick. Ihr seht schon am Titel, ich hasse Menschen. Ja, und warum hasse ich Menschen? Ich sag's euch ganz gern. Ich habe festgestellt, ich meine, das ist ja so ein Meme schon fast. Leute sagen das ständig. Das wird injektionell oder so. Oder interjektionell. Oder wenn Leute viel was benutzen, dann benutzen sie das genauso oft. Naja, was ich sagen will ist, ich hasse Menschen, weil die Verhaltensmuster anderer humanoider Individuen. Das waren jetzt sehr viele schlaue Worte hintereinander, deswegen muss ich kurz Luft holen und nachdenken. Ja, die reine Existenz kotzt mich meistens an, muss ich sagen. Und ich denke, viele von euch werden das fühlen. Jedes Mal, wenn ich im Twitch-Stream sage, I hate people, stimmen mir sehr viele Menschen da draußen zu. Unter anderem auch du. Ja, du hasst mich und ich hasse dich genauso. Wir können uns gegenseitig hassen. Und ich sage euch heute, warum ich Menschen hasse und warum mich eigentlich alles an Menschen abfuckt. Ja, und warum ich eigentlich gerne hier alleine in meinem Bunker sitze. Und das werde ich euch heute vermitteln. Ich habe ja schon in der Vergangenheit einige Videos aus dieser Sparte gemacht, die sogenannten Herr Meier, oder Frau Meier? Nee, Herr Müller! Ja, hör mir auf. Ja, diese ganzen Müllers, die mir gerade im Kundenservice-Bereich schon richtig hart auf die Ketten gegangen sind. Ich habe aus der Sparte leider nichts Negatives weiter zu berichten. Die Leute, die mein Autovideo damals gesehen haben, habe jetzt sogar schon mittlerweile wieder Neues. Aber das war auch so gewollt und da ist auch alles reibungslos gelaufen. Es tut mir leid, ich kann mich da nicht beschweren. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Einer der Gründe, warum ich Menschen hasse, ist zum Beispiel folgender. Ich liebe zum Beispiel meine Freunde. Das sind ja auch irgendwo Menschen. Aber am Ende des Tages hat man sich da einfach geeinigt. Hey, wenn du da bist, ist es cool. Wenn du nicht da bist, ist es auch nicht schlimm, ne? Und man verbringt hin und wieder Zeit miteinander. Das ist schon tatsächlich richtig an dieser Stelle. Muss ich ja zugeben, ab und zu treffe ich mich auch mit Menschen und das sind meistens meine Freunde. Oder Arbeitskollegen oder Kolleginnen, mit denen ich dann verkehren muss oder auf Events. Oder ab und zu sehe ich auch Menschen von euch. Ihr gebt mir auch auf den Sack, aber hallo, hier bin ich, ne? Und das ist auch meistens in Ordnung. Das Ganze ist natürlich jetzt sehr allgemein und sehr pauschal ausgedrückt, aber im Grunde genommen gibt es hin und wieder oder ganz oft in meinem Leben einfach Situationen, wo ich mir denke, Digga, ich hasse Menschen. I hate you. Stop existing in my life. Ah, das ist immer so eine Sache. Ein Beispiel hier direkt angemerkt. Ich und meine Freunde, vielleicht ein Max, Sterzig, eine Pia, die wohnt ja auch hier, treffen uns hier bei uns zu Hause. Ja, wir laden ein. Ich habe jetzt hier letztens Leute eingeladen, weil ich hatte ja Anfang des Monats, hatte ich ja Geburtstag. Am 7.7. Da könnt ihr jetzt mal schön Happy Birthday nachträglich in the Chat schreiben. Und außerdem bin ich auch gerade im Urlaub. Da könnt ihr mir auch mal wie eine Grußkarte in die Comments hauen. Also, ne, schön mal wieder den Algorithmus durchbuttern, ne? Schön die Kommentare in die Leiste ballern. Jetzt hätte ich gerne so ein Maschinengewehr in der Hand. So. Und dann fliegen da so Kommentare raus. Kriegst du das hin, Alex? Ja, und ja, wir haben dann so ein paar Leute eingeladen. Ich habe einen schönen Kuchen gehabt. Den hat meine Mutter mir geschickt. So ein Kuchen, wo man so ein Foto irgendwie drauf machen kann. Und hast du nicht gesehen? Das war eine ganz interessante Geschichte. Aber im Grunde genommen haben sie dann alle ein Stückchen bekommen. Und ich hatte schon die Schnauze voll, als die Leute da waren. Kennt ihr das? Also kennt das irgendjemand relaten? Weil ich habe manchmal das Gefühl, kurz ein Stück Cola. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin mit meinen Eigenarten ziemlich alleine. Aber ich habe einfach hin und wieder so dieses Beklemmende, dieses Geh in mir. Hier am direkten Beispiel. Die Leute sitzen bei mir alle am Tisch, labern und rababern. Und ich denke mir so, es ist meine Geburtstagsparty. Ich mag die Leute, gar keine Frage. Ich finde es cool, dass sie da sind, aber wann gehen die wieder? Alles Gute, schönen Geburtstag noch. Das ist so, gehen die auch wieder nach Hause? Muss ich sie, da geht's schon los in meinem Kopf. Muss ich irgendwann sagen, yo, ich würde gerne pennen? Oder muss ich mich da irgendwie mitteilen? Oder machen die es von alleine? Ne?
Das ist dann so eine Sache. Dann sitzen die da, wir essen Kuchen, trinken Bierchen, haben dann schön FIFA gezockt. Ne, ich und Max da schön FIFA wieder, ne, hier vor der Playsy. Sterzig auch dabei. Nachher noch Kevin hier von der Eintracht, ne. Hier, Kevin, kannst du mal einblenden? Das ist Kevin. Kevin, das ist Kevin. Ja, super. Ja, dann saßen wir da auf dem Sofa, haben gezockt an der Playsy und so. Und irgendwann merke ich so, boah, ist ja schon auch später, guckst auf die Uhr. Ne, die anderen saßen irgendwie am Tisch, da waren noch andere Freunde am Start. Und Pia hat sich da irgendwie mit den Leuten unterhalten. Yeah. Ja, und irgendwann merke ich so, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ich will ja eigentlich nach Hause. Ich bin ja schon zu Hause. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ich gehe lieber zu anderen in die Bude als zu mir. Weil bei mir muss ich irgendwann so, ich muss morgen früh raus. Oh, ich bin auch schon ein bisschen müde. Und so. Man muss sich quasi mit so einem richtig seichten Arschtritt rauswerfen. Habe ich so das Gefühl. Wenn man keinen Bock mehr auf die Leute hat, dann muss man sagen, ja. Verpiss dich. Sir Krabs, es ist schon spät. Gehen Sie ins Bett und schlafen Sie schön. Gute Nacht. Da gibt es natürlich die radikale Art oder die nette Art. Und ich bin irgendwas dazwischen. Ich will eigentlich viel lieber, dass die Leute sich natürlich bei mir wohlfühlen. Aber ich glaube, ich bin auch ein miserabler Gastgeber, weil ich einfach irgendwann diesen Punkt erreiche, wo ich mir denke, bitte geh jetzt. So, ich gucke die Person dann einfach ganz lange an und denke mir nur, bitte geh, bis die Person dann aber irgendwann sagt, ja, hast du noch ein Bierchen? Und ich dann so, ja klar, ich hol dir eins. Verpiss! Aber ja, da war es dann tatsächlich auch so wie am Zocken, ne? Der eine Part dann am Reden und bla. Und irgendwann merke ich so, oh, ist aber schon spät. Und dann gehe ich wirklich, ne? Wir haben auch Pizza bestellt, alle waren satt, alle waren glücklich. Und alle sagen auch immer, oh, ist richtig geil bei euch. Bei euch macht richtig Spaß. Versteht mich da wirklich nicht falsch. Ich lade meine Freunde nicht ungern ein, aber es gibt halt so diese Tage, wo ich mir so denke, ey, ich lade die zwar ein, aber ich habe da eigentlich nicht so Bock drauf. Und wir haben es dann aber irgendwie ein Wochenende vorher auch schon verschoben und ich war dann irgendwie so, nee, Digga. Und das ist so irgendwie so dieses Gefühl, wo ich mir so denke, ich bin voll gerne alleine. Ach, endlich habe ich ein ruhiges Plätzchen gefunden. Für mich ganz allein. Ich bin so voll gerne hier in diesem Raum tatsächlich, wo ich jetzt hier gerade spreche. Und mache hier so mein Ding. Ich habe hier so meine Kommandozentrale, ja. Man sieht es hier hinten, ist ein Bildschirm, da ist ein Bildschirm, da ist ein Bildschirm. Hier ist mein Mic, da sind zwei Tastaturen. Ich fühle mich wie bei der NASA. Ich habe eine Kamera, da kann ich reingucken, ne. Ab und zu sitze ich hier auch nackig da, aber ohne Kamera. Und ja, es ist einfach sehr, sehr geil. Und daran musste ich dann auch in dem Moment denken. So, oh, ich kann in meine Kommandozentrale. Cool! Und dann habe ich tatsächlich gesagt so, hey, wie ist denn hier so die Stimmung? Und alle so, oh, ist ganz geil und so. Also, wie geht's denn so, Thaddäus? Nicht schlecht. Aber wenn du heute schon so eine kleine Plaudertasche bist, dann unterhalte dich doch einfach mit Surfer. Und ich so, ja. Ja, ich guck dann die Leute so an, ne, alle voll am Spaß haben. Und ich so, verpisst euch bitte, so innerlich. Habe ich aber nicht gesagt, ich habe dann gesagt, ja, ich glaube, ich würde mich bald hinhauen wollen. Und dann haben aber auch alle, sind alle so mehr oder weniger aufgesprungen. Ach, scheiße, Kalle will ins Bett? Ja, ja gut, ist ja auch schon, ich weiß, Mann, war auch schon halb zwölf, glaube ich. Ich glaube, es war schon halb zwölf. Und da kann man die Leute ja auch mal auf einen Samstagabend rausschmeißen. Vielleicht werde ich auch nur alt, vielleicht ist gar nicht dieser Menschenhass. Das ist auch einfach mein Alter, ich bin jetzt 32 geworden. Du bist alt, uralt, du bist steif wie dein Krückstock. Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock mehr, bis in die Puppen da zu sitzen und mir da das Billigbier reinzudrücken. Verstehst du, wie ich meine? Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich keinen Bock auf Menschen habe, weil ich merke das ja auch im Alltag. Und da kommen wir jetzt zu vielen wichtigen Punkten. Wenn ich fremden Menschen begegne, verspüre ich direkte Abneigung zu sehr vielen Humanoiden. Also wirklich, es ist ganz schlimm. Ja, also egal wo ich bin. Ich war jetzt letztens erst mit Max im Spa. Max kennt ihr. Max heißt auch Hand of Blood, das ist sein Kopf. Schöner Kopf, Max. Mit Max war ich im Spa. Max und ich waren also im Wellness. Ja, hier in Spandau tatsächlich. Ich sag jetzt nicht welches, aber er hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Er hat gesagt, Mensch du, lieber Kalle, du, ich würde dir gerne was zum Geburtstag schenken. Und zwar einen Tag Wellness. Schön hier eine Massage, ne, und Pool und alles und so, ne, Sauna kann man auch mal, wenn wir wollen. Und wir dann da also hin. Ja, war eigentlich schon alles ganz cool durchgeplant. Wir hatten da irgendwie so den halben Nachmittag Zeit. Ich glaube, wir hatten so eine Tageskarte. Und dann waren wir da. Und dann haben wir dann irgendwie erzählt, so hier, hör mal, wir dürfen jetzt hier von morgens bis, also ich glaube irgendwie morgens um 10 bis abends um 11 oder so. Ganz komisch. Also sie hat ultra lange auf, aber ich hatte abends noch einen WoW-Raid, deswegen sind wir nicht ganz so lange geblieben. War aber trotzdem cool. Aber es gab so eine Situation, wo sich das wieder in mir aufgebauscht hat, weil es war wohl so ein Wellness-Center, wo es teilweise FKK-Bereiche gibt. Gerade im Saunabereich ist eigentlich klar, da ziehst du alles aus, ne?
und hast da so ein riesen Handtuch dabei. Ist jetzt nicht so meins. Also ich bin nicht so einer, der sich gerne mit anderen nackten Menschen in eine Holzkiste setzt. Das ist nicht so mein Vibe. Und dann zusammen schwitzen. Da habe ich auch vielleicht viel zu viele falsche Filme geguckt. Da ist einfach, da bin ich geschädigt. An dieser Stelle. Bin ich einfach massiv geschädigt. Will ich nicht, brauche ich nicht. Ich bin generell nicht so darauf aus, andere nackte Menschen zu sehen. I don't know, Alter. Ich weiß nicht, da will ich doch nicht, dass mir der Hans Werner da sein Loch ins Gesicht drückt, da irgendwie oder was. So, da war das eigentlich abgetrennt. Da war eigentlich der Whirlpool- und Saunabereich in FKK und der normale Poolbereich nicht. Da stand sogar extra, bitte ziehen Sie im großen Pool eine Buchse an und auch im Bereich außen drum. Was meint ihr, wie viele Schlöpse ich gesehen habe? Was meint ihr, wie viele Pimmel ich gesehen habe? Viel zu viele. Mehr als in meinem ganzen Leben gewollt. Versteht ihr, wie ich meine? Also es ist wirklich ganz schlimm. Und die waren ja auch alle, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der schönste Körper, ne? Also im Allgemeinen, ich weiß, ihr findet mich alle schön, aber grundlegend, ich selber, ne, bin jetzt auch nicht so einer, der sich dann nackig machen muss, ne, in der Öffentlichkeit. Und Max war da ähnlicher Meinung. Wir haben beide gesagt, ey, das ist ein bisschen Matsch jetzt hier, ne? Wir dann also gesagt, ja, hier im Saunabereich war alles cool. So, und da war ich auch schon wieder so, ey, Digga, sorry, aber dann gehe ich hier nicht mehr hin. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, es steht ja jedem frei. So, wenn die da ihr Ding machen wollen. Aber da stand ja sogar in den Regeln, dass sie da bitte sich da was anziehen sollen. Und da stand sogar in Klammern, wenigstens im Bikini-Bereich. Weil sie es wahrscheinlich schon aufgegeben haben, dass die Frauen da eh alle topless rumlaufen. Sollen sie machen? Ich finde das nicht so geil. Ist nicht so mein Vibe, sag ich jetzt mal, ne? So, weil er hat ja, also keine Ahnung, ich finde das schwierig. Aber dann gab es halt diesen Whirlpool. Wir wollten unbedingt in diesen Whirlpool rein. Und da stand wohl auch, das wussten wir aber in dem Moment nicht, dass man in dem Whirlpool... Ah ne, Quatsch. Wir haben in den Regeln gelesen, dass man in den Whirlpool auch ohne Unterhose, ohne Badehose rein soll. Und wir waren so, hä, warum denn? Und wir hatten sogar hinterher nochmal gefragt. Komme ich gleich zu. Haben dann gesagt, wir haben uns dann so angeguckt und dachten so... Weiß ich nicht, Digga. Ne? Sind dann erstmal mit rein. Und dann kam aber auch direkt ein anderes Mitglied in dieser Wellness-Oase, ne? Der hat uns da richtig vollgedeutscht. Also so richtig angedeutscht, so ein richtiger Allmann. Ne? Kaum saßen wir im Wasser, kam er so erstmal so spaßeshalber um die Ecke und sagt, das ist ein Becken für ohne Hose. Und wir so, okay, ja. Und dann habe ich tatsächlich, und das ist der Punkt, was mich so aufregt. Ich habe ja kein Problem damit, mich an Regeln zu halten. Es konnte mir niemand sagen, warum diese Regel besteht. Wenn man googelt, findet man, ja, wenn das Wasser zu heiß ist, dann kann es sein, dass sich Teile von der Badehose lösen und die dann im Wasser landen. Es erschließt sich für mich nicht, warum ich da meinen nackten Arsch und meine richtig heftigen Ekelklöten auf dieses Whirlpool-Brett legen soll, um da nackt zu sein. Ja, ich habe gerne eine Hose an, bin ich ehrlich. Da war es für mich dann irgendwie so ein bisschen drüber, weil ich so dachte, hey, was will er denn jetzt? Ja, klar, er will, dass ich mich ausziehe, weil er das irgendwie nicht cool findet und weil das in den Hausregeln steht. Aber er konnte mir nichts erklären. Also das Einzige, was er mir sagen konnte, ist, es steht in den Regeln. Und er hat so heftig genervt, übertrieben genervt. Ja, er kam dann noch immer wieder und meint so, ey, das war kein Spaß. Es steht hier in den Hausregeln. Zieh jetzt eure Badehose aus. So ist er auf uns, auf fremde Menschen geht er so. Was bist du für ein Mensch? Ja, geh doch, sag doch, mach das doch nett. Es geht doch nett. Es geht immerhin darum, dass ich dir meine Klöten zeige, Digga. Das kann man auch nett sagen. Und er so, geh in den Hausregeln. Es war jetzt kein typischer Deutscher, so vom Look her. Eher so ein südländischer Typ, wo wir das jetzt eigentlich auch gar nicht so erwartet hätten. Er hat so voll gedeutscht. Ey, das war der Hammer. Ja. Und dann ist er dann auf uns zu und immer wieder kam er dann an und meinte so, oh, ich werde jetzt hier scheiß Badehose ausziehen, das rast du aus. Und dann ist genau, es ist kein Spaß und so. Und ich habe ihn halt irgendwie 10-mal gefragt, was ist denn überhaupt das Problem daran? Also kannst du mir erklären, das war ja meine erste Reaktion, kannst du mir erklären, warum das so ist? Mach schon, du blödes Gehirn, arbeite! Ja, das ist einfach so, da steht in den Hausregeln, zieh die jetzt aus. Da war halt noch so ein Typ weiter. Er war ein bisschen verständnisvoller und meinte halt auch nur so, ja, ihr müsst ihr halt ausziehen, so. Aber, keine Ahnung, ich verstehe halt nicht, warum Menschen direkt nur sein müssen. Weißt du, wie ich meine? Warum kann der nicht einfach normal auf uns zukommen und sagen, ey, Jungs, ihr habt das nicht mitbekommen. Wir haben hier diese Regel. Das hat folgenden Grund. So, und der war ja nicht mal Mitarbeiter oder so, sondern war einfach so User quasi, ja? Noch ein Stück Cola zur Beruhigung. Max war da ganz entspannt.
Ich habe dann aber gesagt, ey, geh mir gerade richtig auf den Sack. Mir hat das richtig genervt. Mir ist so richtig die Laune verdorben, weil der mich da so... Der ist dann auch hinter uns. Man hat das dann in so einem Spiegel gesehen. Müsst ihr euch vorstellen, ich saß mit dem Rücken zu dem Gang, wo er halt war. Also er war die ganze Zeit hinter mir. Aber vor mir, also da, wo jetzt die Kamera ist, war ein Spiegel. Und ich habe die ganze Zeit gesehen, wie er da von links nach rechts auf und ab läuft und die ganze Zeit nach einem Mitarbeiter sucht oder einer Mitarbeiterin, um uns zu verpetzen. Das war 10 Minuten lang sein Auftrag. Anstatt uns... Der war jetzt auch nicht der einzige Whirlpool. Dann geh doch einfach für den Tag in den anderen rein. Also was ist die Intention dahinter? Kann mir bitte einer von euch in den Kommentaren erklären, wie man so sein kann, dass man direkt auf die Fresse gibt? Wieso geben Menschen direkt in die Fresse? Wieso sind Menschen direkt unhöflich und nur genervt? Ich meine, ich habe ja Verständnis dafür, wenn man irgendwie will, dass Leute sich an Regeln halten. Ich bin da auch grundsätzlich so. Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel jetzt gerade in der Pandemie Leute ohne Maske rumgelaufen sind, dann bin ich auch immer jemand gewesen, der gesagt hat, ey Leute, zieh ein scheiß Teil an, du kleiner Bastard. Aber ich habe es nett gesagt. Ich denke eigentlich immer daran, dass ich versuche, zumindest höflich zu sein. Bis zu einem gewissen Grad, wenn die Leute mir unhöflich entgegenkommen. Absolut, dann bin ich auch... Gar keine Frage. Aber ich habe ja ganz normal gefragt, warum man im Whirlpool ohne Hose sitzen soll. Das Einzige, was ich dann irgendwie verstanden habe, ist, wenn du mit nasser Badehose dann da irgendwie wieder rausgehst, dann kannst du irgendwie eine Nierenentzündung kriegen oder was. War nämlich danach nochmal... Die waren davor bei einer Masse... Nee. Das Einzige, was ich da gehört habe, ist, dass du irgendwie da dir da irgendwie an den Nieren wegholen kannst. Das ergibt auch gar keinen Sinn. So, Hygiene und irgendwie irgendwas mit dem Körper kann da passieren. Das sind die einzigen Sachen, wo ich mir jetzt so denke, so, hä? I don't get it. Ne, nur mal angenommen, wenn es jetzt um Hygiene geht, wenn ich jetzt meine Badehose im großen Pool vollpisse, um dann in den Whirlpool zu gehen, dann ist das, kann ich auch genauso gut im Whirlpool einpissen. Also, ich kann überall pissen. Machst du gerade Lulu? Nein, das mache ich nicht. Die tun eine Chemikalie ins Becken, die Urin lauf her. Nein, Süße, das ist ein Ammenmärchen. Ein Ammenmärchen. Das will ich damit sagen. Es hat nichts, aus meiner Sicht, nichts mit Hygiene zu tun. Bevor man in diese Pools geht, soll man sich sowieso, bevor man überhaupt in diesen Wellness-Pool-Bereich da darf, muss man sich sowieso duschen. Also es ist grundlegend einfach weird. Also ich finde es einfach nur weird. Ich verstehe es nicht. Es hat mich so lange jetzt beschäftigt, dass ich mir dachte, ich muss euch das heute auf jeden Fall mal erzählen. Weil ich auch so in ganz vielen anderen Situationen, zum Beispiel wenn jemand an der Kasse an einem vorbeiläuft, weißt du, das ist eine 100 Meter lange Schlange. Also gut, 329. Ich bin als 329. dran, dass mir das ja keiner vergisst. Steh da, will mir einfach nur eine Packung Pommes kaufen. Weißt du, wie ich meine? Ja, steh da, sind 20 Leute vor mir. Mal 10. Eine endlos lange Schlange. Und da kommt da eine Frau vorbei oder ein Typ und geht einfach vor. Wenigstens geht es voran. Es stellt sich 10 Meter vor dir in die Reihe und denkst dir so... Bin ich hier gelandet, Digga? Ich verstehe es nicht. Ich habe da auch irgendwie in super vielen alternativen Situationen kein Verständnis für. Ich riech mich ja nicht auf, aber das ist nicht mehr normal, Leute. Schreibt mir da gerne mal eure Gedanken zu in die Kommentare. Ich weiß, war jetzt nicht so ultra lustig aufgespießt hier, aber es ist auch irgendwie... Warum sind Menschen so scheiße? Egal, wo man ist, man wird direkt angepumpt und alle sind direkt genervt und... Ah, ich verstehe es nicht. Sind wir so genervt von unserem eigenen Leben, dass wir andere immer nur abfacken müssen? Ich verstehe es nicht. Schreibt mir da eure Gedanken zu in die Comments und macht mir gerne Themenvorschläge, worüber ich als nächstes reden soll. Ich will jetzt öfter solche Talk-Videos auch machen und Vlogs und all so ein Shit kommen jetzt sowieso demnächst, aber bin jetzt bald bei Electric Callboy beim Escalation Fest. Da wird es auf jeden Fall die ersten nächsten musikalischen Videos geben. Ansonsten haltet euer Maul, abonniert den Kanal, Digga. Schaut auf meinen Zweitkanal vorbei, da geht's nächste Woche los mit einem neuen Let's Play. Wir spielen Madison. Und Mafia 2. So, macht's gut, ihr kleinen Ficker. Aus!